King, 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 King Radio. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Francis und ich mache es gern. Am 10.8. kam King Radio ins Leben. Konstanz begann zu reden. Ich holte talentierte Kinder von der Straße und gab ihnen eine sinnvolle Aufgabe. Sie blühten auf, haben Texte geschrieben, Tracks performt, weit weg von der Norm. King Radio ist eine Community, geboren in Konstanz. Yeah, 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 yeah. Wir übernehmen das Land, zuerst Konstanz, dann Deutschland. Wir sprechen eine Sprache, die nur wir verstehen. Wir lieben das Leben, Hip-Hop ist unser Leben. Konstanz vertraut uns, wir sind die Guten. Politisch korrekt wie der Duden. Wir sind Breaker, Slammer, Dichter und Denker, Rapper und talentierte Tänzer. La 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 la. Wir sind Breaker, Slammer, Dichter und Denker, Rapper und talentierte Tänzer. La 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 la. Das ist der Fisch, Gesang und Tanz für jedermann, für jede Frau in Konstanz. Yeah, was geht, meine Kings und Queens? Ich sitze hier mit Gigi Bombella. Hi. Yo, servus. Ja, ich hab schon so viel von dir gehört. Und zwar, also stelle ich jetzt mal auch die erste Frage. Du bist ja hier ziemlich bekannt in Konstanz. Sag mal, wie bist du eigentlich bekannt geworden? Ja, also ohne jetzt weit auszuschweifen, hat es im Prinzip so angefangen, wie es bei vielen anderen auch anfängt. Ich bin selber auf elektronische Veranstaltungen gegangen hier in Konstanz. Und als ich dann irgendwann selber für mich privat mal angefangen habe aufzulegen und zu produzieren, habe ich dann einfach Demo-CDs direkt an die Veranstalter gegeben. So richtig oldschool Demo-CDs verschickt? Ja, genau. Ja. Okay, cool. Also ich bin quasi direkt auf den Veranstaltungen zu den entsprechenden Leuten gegangen, zu den DJs, habe den CDs in die Hand gedrückt und dann irgendwann kam es dann auch dazu, dass ich meinen ersten öffentlichen Gig hatte und dann kam eins. Weißt du noch, wo du deinen ersten öffentlichen Gig hattest? Ja, das war damals 2007 im Gate 23. Das war der Nachfolgeclub vom Audio Pixel. Okay. Und war leider auch die letzte Party in dem Club. Danach war da eine kleine Pause. Okay. Und ich habe aber Gott sei Dank recht schnell den Anschluss gefunden und konnte dann in anderen Locations auflegen. Okay, in welche Stadt war das? Das war auch hier in Konstanz. Ach so? Ja, genau. Okay. Ja. Also den Club, den gibt's nicht mehr, ne? Nee, also es hat angefangen mit Audio Pixel, dann kam Gate 23, dann kam Beatbox und dann der Trichter. Ah, okay. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile schon beim Reset angelangt. Ja, ja. Ja. Genau, ja, coole Sache. Und wie war denn das? Wie war dein Werdegang? Wie bist du dazu gekommen, also DJ zu werden, also aufzulegen? Ja, also die Musik an sich, die hat schon immer eine große Rolle bei mir gespielt. Das hat angefangen mit meinem Schlagzeugunterricht mit 7 Jahren. Später in Orchestern gespielt und mit 14 habe ich angefangen mit so Billigprogramm, bisschen Hip-Hop-Beats zu basteln, bis dann mal ein Bekannter von mir auf mich zukam und also der schon ein bisschen älter war und mir quasi ein Programm gegeben hat, was professioneller zu handhaben ist für solche Geschichten und habe mich dann dort ein bisschen mehr reingesteigert. Also auch erstmal Hip-Hop-Beats produziert, dann später, als ich immer mehr Gefallen an der elektronischen Musik gefunden habe, dann auch versucht, in dem Bereich Sachen zu machen. Und nachdem ich dann selber auf den ersten elektronischen Partys hier in Konstanz war, also die ersten, die ich eben besuchen konnte mit 17, 18, okay. Hat es mich eben sofort infiziert. Also ich fand es einfach cool, so seine eigene Auswahl wiederzugeben an die Leute quasi. Mhm. Also wie so eine Art Geschichte zu erzählen und das wollte ich unbedingt auch machen. Okay, cool. Und
Du arbeitest inzwischen mit Fruity Loops? Ja, genau. Hast du schon immer mit Fruity Loops gearbeitet? Ich habe tatsächlich schon immer mit Fruity Loops gearbeitet. Cool. Damals, also das Programm, von dem ich vorhin erzählt habe, das war eben Fruity Loops. Fruity Loops Version 3. Mhm. Und jetzt sind wir mittlerweile bei Version 10,8 angelangt. Und ich habe eben jedes Update mitgemacht und hatte auch zwischendurch auch schon andere Programme ausprobiert, wie jetzt Logic oder Ableton oder Cubase, was es nicht sonst noch alles so gibt auf dem Markt. Aber ich bin immer wieder zurück zu Fruity Loops gegangen, weil ich mich da einfach am wohlsten gefühlt habe. Gefühlt hast. Ja. Und da muss ich gerade dazu sagen, mich regt es manchmal ein bisschen auf, wie die Leute da immer Diskussionen anfangen, welches Programm jetzt am besten sei. Da muss ich immer sagen, das muss einfach jeder für sich selber herausfinden, weil man im Prinzip mit jedem Programm zum Ziel kommen kann. Okay. Ich kenne zum Beispiel einen Produzenten aus Kiel, der seit Version 6 von Fruity Loops nie mehr geupdatet hat. Der arbeitet immer noch mit der alten Version und haut Sachen raus, die einfach total krass klingen und so. Yeah. Also das kommt da absolut nicht drauf an, womit man es macht. Kommt immer auf das Endergebnis natürlich drauf an. Dann. King, 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 King,